Gut, also zurück aus der Pause, kleine Debug-Session in der Zwischenzeit. Fehlender Prototyp im Header-File hat hier bei der 64-Bit-Variante hier dazu geführt, dass er nur eine Int zurückgeliefert hat. Deswegen ging es gar nicht. Also wir haben jetzt die Infrastruktur zumindest mal da, um welche anzulegen. An und für sich brauchen wir noch viel mehr Infrastruktur, aber das mache ich jetzt bis zur nächsten Woche, mache ich das zu Hause. Ich fange jetzt mal mit dem Interpreter an. Also wir gehen rein in das Eval und an der Stelle, wo wir normalerweise eine User-Defined Function aufrufen würden, das heißt hier in Evaluate User-Defined Function, Sie erinnern sich, wir haben das Eval-List am Anfang gehabt hier, der evaluiert zunächst mal das erste Argument, dann guckt er, was es ist hier in diesem Switch, sagt, wenn es ein Built-in-Function ist, macht er das und so weiter. Und hier kommt User-Defined Function und wir behandeln jetzt hier auf dieser Ebene im AST noch eine User-Defined Function, genauso wie eine Bytecode-Function. Das heißt, wir machen da einfach mal einen zweiten Switch noch rein, Bytecode-Function. Das heißt, wir rufen hier Eval-User-Defined-Function nochmal auf und Eval-User-Defined-Function evaluiert ja die ganzen Argumente, generiert eine Liste. Das könnte man uns theoretisch sparen hier, aber User-Defined-Function kommen wir am Schluss raus bei, Moment, ich muss gucken, wo er hinspringt, Tail-Call, nein, User-Defined-Function, Remaining-Args, 3, ich glaube, hier bei 2 kommt er raus. Das war ja unser verrückter Continuation Passing Code. Ganz am Schluss sagt er hier, ja, Code. So, was sucht denn der da immer? Jump, call, eval. Ach so, falsch. Natürlich, hier hat er alle evaluiert. Body expression. Hier landen wir am Ende, wenn wir sie alle haben. Und hier machen wir nochmal einen Tag-Chest, da baue ich es jetzt einfach mal kurz rein, obwohl passt das da an der Stelle so gut. Wirklich. Doch, okay. Also if Tag von Function gleich Tag Bytecode Function. Dann haben wir jetzt hier schon die evaluierten Argumente an der Hand in unserer List of Arguments, hoffe ich. Ja, nee, da sind wir zu spät, da haben wir sogar schon Environment aufgebaut. Nee, das passt nicht, wir wollen gar kein Environment hier an der Stelle haben. Also ich muss mal einen Switch woanders machen, ich muss ihn ganz am Anfang machen. Sorry, sorry für die Verwirrung. Da müssen wir einen extra Switch machen und machen hier einen Tail Call in Evaluate. Bytecode-Function, Scheme Eval, Bytecode-Function. Bytecode-Function, da brauchen wir ein neues Ding dafür. Das müsste man eigentlich machen wie Built-in. So müssen wir es behandeln. Ah, wir können es wie Built-in machen. Built-in evaluiert nämlich auch erstmal seine Argumente. Und da könnten wir es eventuell dann einhängen. Da brauchen wir den Code für die Argumentevaluierung mit dem blöden Continuation Passing nicht nochmal machen. Der geht nämlich hier durch, evaluiert die Argumente, wenn er sie alle hat, macht er hier den Tail Call und den machen wir jetzt an der Stelle nicht, sondern hier sagen wir if Tag von F gleich Tag Bytecode Function, nicht die da, Bytecode Function, dann rufen wir, machen wir einen Tail Call. In ein Ding, das nennen wir Bytecode Interpreter. Bytecode Interpreter, der kriegt auch eine List of Values und ein Environment kriegt er jetzt auch noch mit. Und jetzt sieht man hier an der Stelle, diese Abfrage könnte man sich sparen, wenn wir unsere Bytecode Function, das ist ein interessanter Trick vielleicht an der Stelle, den ihr euch merken könnt,
Wir haben ja unsere User, unsere Built-in-Function haben wir ja so gemacht, dass die hier vorne einen Code-Pointer hat auf den Interpreter-Code, wo er reinspringen soll, um die Built-in-Function zu implementieren. Wenn wir unseren Bytecode-Funktionen allen vorne auch so einen Pointer geben, der direkt in den Interpreter rein zeigt, dann könnte ich mir hier diesen if an der Stelle sparen und könnte würde quasi meine Bytecode-Funktionsobjekte so aufbauen, als wären es Built-in, die alle in den Interpreter reingehen. Allerdings müsste ich dann die Funktion selber noch als Argument mitgeben, weil die das sonst nicht weiß. Also insofern, vielleicht geht es doch nicht so ganz einfach. Okay, F. Hier kommt das F. So, dann haben wir einen Bytecode-Interpreter und den lasse ich vielleicht gleich, sollen wir den hier drin lassen im Eval? Nein, da machen wir einen extra File dafür vielleicht am besten. Machen wir. Neue Datei. Scheme-eval-bytecode.c und da hole ich mir, da kopiere ich mir hier mal die Include-Definitionen her. Also viel mehr brauche ich aber jetzt erstmal nicht. Und das war das. Und da kommt der Bytecode-Interpreter rein. Bytecode-Interpreter. Und das wird auch eine Continuation-Function, also ähnlich wie die da, wird auch eine Cont. Nicht static, sondern public, Bytecode-Interpreter und die kriegt natürlich dann als Continuation-Function auch eine Continuation. Und da definieren wir gleich mal define, was kriegt die als Argument? Das erste Argument war die Funktion selber. Also define die Function als func-args0 und die arglist als cont-file-args1. Das wäre es erstmal soweit. Das brauchen wir nicht. Und ja, das bleibt mal so weit. Dann muss ich das Makefile kurz ändern. Das ist jetzt eigentlich nur ein bisschen organisatorisches. Eval Bytecode. Bytecode. Das ist jetzt groß genannt oder klein. Eval Bytecode. Okay. Dann bauen wir es nochmal neu. Jetzt müssten wir zumindest da drin landen. Nein, noch nicht ganz. Ach, die ist da drin undefiniert, dann müssen wir den Function Prototype wieder dafür hergeben, hermachen, Functions. Das ist eine Continuation Function. Wo passt die am besten hin? Scheme eval da, Bytecode Interpreter. Ach komm, Scheme eval Bytecode nenne ich die, eval Bytecode. Bytecode. Und na, aktualisieren. Hier ist sie. Scheme eval bytecode und in Header muss sie auch wieder richtig heißen. Scheme eval bytecode. Okay, und im eval rufe ich den Scheme eval bytecode auf. So. Was hat er jetzt noch? Tailcall, ach, da muss ein Tailcall. F, List of Values, das Environment kommt hier nicht mit, nur zwei Argumente. Und das war's, prima. Und das Scheme Eval Bytecode, da fangen wir jetzt an, unseren Switch reinzumachen. Das heißt, wir brauchen jetzt hier unseren Stack, den machen wir hier mal rein, static vielleicht an der Stelle. Also wir sagen static und was referenziert der Stack? Lauter Objekte. Also das ist ein OBJ Stack. Und jetzt haben wir hier eine Max Stack Size irgendwie, Max Stack Size. Wir müssen eigentlich aufpassen, das müssen wir dann beim Push theoretisch, mache ich jetzt vielleicht auf die Schnelle, aber beim Push und Pop muss man immer auch gucken, beim Push vor allem, ob der Stack nicht überläuft. Steckel. Bitte? Steckel. Steckel. Ob der Steckel nicht überläuft. Steckle. Okay, Schwäbisch. Häufle. Define max Stack Size als, was weiß ich, machen wir jetzt mal, was weiß ich, ja, 10 mal 10k. Reicht jetzt fürs Erste. Soweit kommen wir heute eh nicht mehr, dass wir da reinlaufen in den Code, fürchte ich. Also, und jetzt kommt diese Geschichten, was ich hier hingeschrieben habe. Wir brauchen also eine Current Function, die haben wir hier drin. OBJ
current function. Current function ist gleich func, haben wir gesagt. Dann haben wir einen Stackpointer, das ist jetzt sp, der wird auf 0 gesetzt. Dann haben wir einen Basepointer, der wird auch auf 0 gesetzt. Und dann haben wir, dann pushen wir gleich mal ab. Push brauchen wir hier. Machen wir als Makro. Define push von irgendeinem Value. Sagen wir Stack an der Stelle sp++. Ja, soll er nach oben wachsen oder nach unten? Wie ist sonst lieber? Können wir jetzt hier entscheiden? Nach oben. Also sp++ ist gleich v. Das hat übrigens einen großen Vorteil, wenn wir hier nach oben wachsen. Weil wir könnten den theoretisch auch nicht, statt statisch, könnten wir den mit malloc allokieren hier. Und wenn wir oben an Anschlag kommen, können wir einen realloc machen. Und könnten den dynamisch erweitern, wenn wir mehr brauchen. Das wäre ein ganz nettes Feature von unserem Ding hier. Weil das mit dieser Max-Stack-Size, ist egal wie groß man das definiert, es funktioniert immer irgendwie nicht. Dann hat man nachher ein rekursives Programm und da braucht man ein Slot mehr oder vielleicht auch 1000. Und egal wie man es definiert, also eine Max-Stack-Size vorzugeben, ist eigentlich schlecht. Und deswegen wäre es besser, man würde das mit malloc machen. Und wenn man oben anschlägt, macht man realloc. Merkt sich immer, kann das auch mal wieder freigeben oder man hält sich es dann. Also pop, pop, hat kein Argument. Und das ist einfach Stack an der Stelle minus minus sp. So, dann mache ich da noch ein bisschen Klammern drumherum, falls da irgendwelche Expressions kommen, dass das nachher mit der Präzedenz nachher richtig hinhaut, wenn das dann, weil das sind ja Makros und bei Makros muss man mal aufpassen. So, also dann kommt jetzt als erstes, wir fangen als erstes an und sagen Push. Ja, wäre vielleicht schöner Inline-Function. Da können wir auch reinsteppen, gell? Also Push die Function. Oder eigentlich können wir auch die Current-Function nehmen. Das war das Erste. Und jetzt pushen wir die Argumente. Das heißt, wir haben ja hier die Argliste, das ist ja eine normale Cons-Liste, wie sie aus dem AST-Interpreter rauskommt. Das heißt, wir sagen hier einfach, while Arglist ungleich Scheme. Ah, ist das blöd hier. Muss. Scheme nil. Push den Car von der Arglist. Nochmal eins. Und dann sagen wir Arglist gleich. Aber vielleicht wollen wir die Arglist aufbewahren. Dann machen wir es lieber so, dass wir hier sagen, Objekt T, nee, args, ist gleich arglist. Weil wenn wir später dann einen Backtrace haben oder wollen mit dem Debugger reingucken, wäre es vielleicht manchmal ganz angenehm, wenn man die originale arglist noch in der Hand hat. Dann machen wir das so. Args ist gleich Cutter von args. Gesundheit. So, jetzt haben wir die Dinger auf dem Steck. Jetzt setzen wir den P-Counter auf 0. Brauchen wir auch noch einen Int-P-Counter. Und dann geht's los. Also while true, forever. Und da sagen wir jetzt, wir holen uns eine Instruktion raus. Dann machen wir hier mal einen unsigned opcode. Oder einfach nur op. Oder instre, i. Instre. Also die nächste Instruktion, die wir holen, ist gleich die current-Function. Current-Function. Current-Function, Pfeil, Byte, Scheme-Byte-Code-Function. Scheme-Byte-Code-Function. Muss ich gerade mal nachschauen, ob das auch stimmt. Ich habe schon wieder vergessen. Byte-Code-Function. Also wenn man da eine konsistente Schreibweise hat, wann man Camel-Case macht und wann nicht, dann das hilft einem. Byte-Code-Function. Punkt, was haben wir hier gesagt? Byte-Code, bitte? Byte-Code, jetzt muss man aufpassen, das ist erst nur ein Vektor, also das wird schon ganz schön blöd. Es wäre natürlich schon schön, wenn man hier auf der C-Ebene die Bytes an der Hand hätte, weil eigentlich ändern die sich jetzt so schnell nicht mehr.
Weil jetzt habe ich erstmal den Bytecode, vielleicht mache ich das mal separat nochmal raus. Also ich sage erstmal, Bytecode-Vektor ist gleich das Ding, current-function-file-scheme.bytecode, Semikolon. Und dann hätte ich nämlich die Instruktion an Bytecode-Vektor-File-Scheme-Byte-Vektor.Elements an der Stelle pcounter. Halt, an der Stelle pcounter plus plus. So, jetzt sieht man, dass es eigentlich doof ist, in der Loop hier immer wieder dieses Ding zu machen. Ich würde nämlich jetzt mir eigentlich am liebsten hier dieses Objekt halten, bc-Vektor. Und das mache ich nur einmal hier oben. bc-Vektor ist gleich das. Und dann spare ich mir das hier. Das da kostet nichts, würde ich sagen. Das können wir gleich so machen. Das ist nur ein Offset. Das ist keine extra Indirektion. Okay, und dann kommt Switch indirekt, Switch über die Instruktion. Und dann kommt ein großer Case, wie gehabt. Also, das heißt, wir haben auf jeden Fall mal Case Add. Case subtract multiply und divide. Dann haben wir ein Case push constant. Und vielleicht haben wir hier ein push constant mit einem Byte und vielleicht haben wir auch noch ein push constant mit zwei Bytes. Dann haben wir ein push local. Ich nenne es auch mal eins mit einem Byte. So, was macht der push constant? Also, was macht der da? Das haben wir ja schon gesagt, der sagt eigentlich push, pop, plus, pop. Aber es ist nicht ganz richtig, was ich hier mache, weil eigentlich muss er prüfen, das Gleiche, was unsere Built-in-Funktion macht mit dieser Typprüferei, ob das jetzt ein Integer war, ob das ein, was es immer ist, muss der hier eigentlich auch machen. Es wäre jetzt schön, wenn wir zum Beispiel den Code in der Built-in-Funktion als Utility-Function hätten, da könnten wir den hier aufrufen, weil sonst haben wir den ganzen Code dupliziert nochmal da drin. Ich mache es jetzt mal der Einfachheit halber, dupliziere ich sie mal und sage, ob 1 gleich pop. Aber eigentlich ist es nicht wirklich schön. Vor allem, wenn es nachher wirklich, wenn man Large Integer noch implementieren wollte oder Double und verschiedene andere Typen. Müsste also hier sagen, if not is Small Integer, haben wir das gehabt? Is, nee. Habe ich da kein Makro dafür? Für dieses Small Integer. Doch, da gibt es ein is-small-integer. Okay, warum hat er das nicht gefunden? If not is-small-integer von ob 1, dann müssen wir hier ein Scheme-Error werfen. Scheme-Error. Non-integer-arg. Sowas. Das gleiche wie drüben bei der Built-in-Function. Und das gleiche für ob 2. Okay, jetzt wissen wir, dass es das ist. Jetzt müssen wir eigentlich erstmal die Summe berechnen. Oh je, jetzt geht es noch weiter, es wird immer größer. Zup, 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 zup. Theoretisch sieht es so einfach und leicht aus und so wenig Code. Dann haben wir hier also ein OBJ, OB1 und ein OB2. Dann haben wir int i1 und i2. Ja. Nein. Nein, weil ob man das im Reader schon prüfen kann, ob Small Integer sind. Ja, wenn man ein komplettes Typsystem einbaut, dann hat man das im Reader geprüft. Das ist das, was Java macht. Also da habe ich dann Typdeklarationen überall, dann kann ich das prüfen. Wenn ich das nicht habe, aber selbst dann bin ich mir nicht sicher, ob ich nicht einmal Nil oder ein Overflow oder sonst irgendwas kriege. Also wenn ich zum Beispiel jetzt eine Integer-Arithmetik einbaue, die Überlauf behandelt und dann im Überlauf zum Beispiel eine Large Integer transparent draus macht, was Smalltalk tut und was Lisp tut, dann kann es sein, dass ich an der Stelle nachher einen Large Integer kriege, selbst mit Typ geprüft, mit Typen. Das heißt, ich müsste dann meinen Typ wieder so allgemein als einen Integer-Typ haben, der sowohl Small Integer als auch wieder Large Integer umfasst. Und dann müsste ich aber hier wieder prüfen, ob ich jetzt einen Small oder einen Large Integer gekriegt habe. Das kriege ich dann statisch nicht mehr. Es sei denn, ich kann den Wertebereich auch noch in den Typ reinpacken, also die Maximalgröße, so Subrange-Types oder sowas. Aber dann habe ich das Problem, wenn ich jetzt zwei so Subrange-Types addiere, dann kann ich natürlich auch wieder aus dem Wertebereich rauskommen. Also irgendjemand muss es dann prüfen. Und bei Java, bei C und bei C++ haben sie sich natürlich einfach gemacht, weil die sagen, ja, du kannst 32-Bit-Integer addieren, aber wenn es Overflow gibt, merkst du das nicht.
Der schmeißt also einfach dann die oberen Bits weg und man kriegt stillschweigend das falsche Resultat. Das ist schlichtweg falsch, was der macht. Also 4 Milliarden plus 4 Milliarden gibt bei ihm halt dann einfach wieder Null, weil es einen Überlauf gibt. Oder was weiß ich, oder minus, eigentlich, nee, 2 Milliarden plus 2 Milliarden gibt minus 2 Milliarden dann am Schluss, solche Geschichten. Und deswegen würde ich, also wenn man jetzt sowas, so eine Sprache macht, ich würde sagen, alle Scripting-Sprachen machen das hier dynamisch, solche Prüfungen. Wir kommen dann bei der Maschinencode-Kompilierung nochmal zu ein paar Optimierungen, die man trotzdem noch machen kann. Also man kann zum Beispiel sich sagen, ich habe eine Funktion und die Funktion, zum Beispiel eine rekursive Funktion, die nachher wieder über ein Argument rekursiv weiterarbeitet. Da könnte ich natürlich zwei Versionen von dieser Funktion machen. Eine, bei der ich weiß, dass ich ein Integer-Argument gekriegt habe und dann stehen da innen drin Inline-Argumente. Vor allem, wenn sie runtergezählt wird, kann ich das natürlich machen, weil ich kann es ja nicht mehr nach oben überführen. Also zum Beispiel so eine Lauf-N, die runtergezählt wird. Und dann mache ich generiere ich eine andere Funktion dazu, die es noch nicht weiß. Die überprüft und springt dann in die eine, hat dann den optimierten Code oder springt in die allgemeine, die dann vielleicht langsamer ist, aber die den Allgemeinfall kann. Und das kann ich sogar dynamisch noch machen. Also das nennt sich dann dynamische Rekompilierung. Das machen moderne Smalltalk-Systeme und andere. Das heißt, die schauen nach, mit welchen Argumenten wird eine Funktion oder was ist der Receiver von der Funktion aufgerufen und generieren dann dynamisch on the fly spezielle Funktionen für Wertebereiche oder für Datentypen und springen dann da rein. Und wenn ich mal die Typen weiß, dann kann ich zum Beispiel auch, also nicht nur solche arithmetischen Operationen mit Ranges, sondern ich kann sogar dann natürlich wieder Self-Messages oder andere Funktionsaufrufe, hier jetzt in dem Fall Funktionsaufrufe, wieder auflösen und die auch noch inlinen in diese optimierte Routine. Da kann man dann relativ viel machen. Aber das wird dann auch sehr komplex. Also das ist nicht ganz trivial. Jetzt machen wir mal den einfachen Fall. Also jetzt haben wir hier das und dann haben wir eine Summe, integer Summe. Und wir müssten theoretisch ja auch wieder einen Überlauf machen. Also Summe ist gleich I1 plus I2. Und dann sagen wir hier, if not is valid oder war es nur valid integer? Valid integer, muss ich doch nochmal nachgucken. Die Uhrzeit stimmt nicht mehr. Valid. Was? Ich dachte, wir hätten eine Funktion gehabt. Haben wir nicht. Ich dachte, wir hätten eine Funktion geschrieben, die heißt isValidInteger. Ja, dachte ich doch auch. Finde ich jetzt nicht. Ja, das habe ich gerade gesucht. Irgendwas mit valid. Nee. Ja gut, also wir, hier müsste stehen, ist valid integer. Ich mache es jetzt mal nicht, ich tue es jetzt mal einfach so. Das heißt, da hat nachher also ein OBJ result, Komma result und dann sagen wir hier result ist gleich make small integer von Summe. Und dann pushen wir das result, push. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn man es hier so ausgiebig hinschreibt, dann sieht man mal, was man alles braucht. Und das Gleiche natürlich für Subtraktion und so weiter und so fort. Vielleicht schreiben wir das mal als Makro, weil das Einzige, was da sich unterscheidet, ist das Plus. Dann könnte man das mit einem Makro machen und dann brauchen wir nicht so viel schreiben. Ja, wir haben doch diese Tagged-Geschichten. Also wir haben doch gesagt, wir haben Small Integer. Wir haben ja Objekte, die sind entweder Pointer auf Konstzelle oder sonst irgendwas, also irgendwas mit einem Header, wo dann der Tag drin steht, ob es ein Small Integer, ob es eine Konstzelle oder Symbol oder was immer ist. Oder wir haben, und die haben aber alle hier hinten 0 als im Pointer, weil unser Memory Allocation so funktioniert, dass die immer gerade Adressen rausgibt. Und das nutzen wir, indem wir sagen, wenn da unten eine 1 dran steht, für Integers, aber nur für Integers machen wir das, tun wir dann hier den Value rein.
Ich habe nur ein 31-Bit-Value, hier ist ja das Vorzeichen und das eine Bit hier unten geht weg. Also wir nehmen den Value von dem Small Integer, shiften den um 1 nach links und tun quasi den Value nicht in einem externen Objekt mit Header speichern, sondern direkt im Pointer, wenn man so will. Okay? Und damit sparen wir uns gerade Integer, weil das ja sehr prominente Objekte sind, sparen wir uns unheimlich viele Allocations und Deallocations. Aber wenn wir jetzt irgendwo eine Integer konvertieren wollen in ein Scheme Integer, auf diese Art und Weise, in den Scheme Small Integer, dann müssen wir natürlich den Wertebereich überprüfen, weil wir können nicht den gesamten 32-Bit oder in dem Fall 64-Bit-Bereich darstellen, sondern nur ein Bit weniger, nur die Hälfte. Und das würde dieses isValid machen. Dieses isValid würde dann sagen, wenn es in dem Bereich liegt, im 31-Bit-Bereich, signed 31-Bit-Bereich, dann kann ich das draus machen. Wenn nicht, dann muss ich eine richtige Zelle mit Header allokieren und muss den Value da drin ablegen. Und dann müssen unsere ganzen Arithmetikroutinen natürlich auch mit den Dingen umgehen können. Die müssen also auch Mixed-Arithmetik dann zwischen echten Integern und Small-Integern können. Was wir jetzt gar nicht implementiert haben hier drin. Das heißt, bei uns knallt es dann jetzt bei 31-Bit. So, das war jetzt nochmal die Addition, die Subtraktion. Jetzt können wir mal, die lasse ich mal voll weg und sage hier einfach mal Scheme Error. Jetzt hat er so wenig Platz auf dem Schirm, dass er nicht weiß, wo er seine Pop-ups hin tun soll. Scheme Error unimplemented. Und jetzt bei Push Constant, da wird es jetzt interessant, deswegen wollte ich die jetzt mal vorziehen. Da fetchen wir einfach aus dem Instruction Stream, das heißt, wir holen das nächste Byte, das ist das da. Und das mache ich jetzt auch mal als Makro, da mache ich ein Fetch Byte. Fetch. Und der sagt einfach Bytecode Vektor an der Stelle pCounter +. Machen wir wieder eine Klammer drumherum. Und dann wird es hier oben einfacher, dann sage ich hier Instruction gleich Fetch. Und vielleicht nenne ich es gleich Fetch Byte, weil wir werden nachher sehen, dass wir auch noch was anderes fetchen wollen vielleicht. Ja, Fetch Byte. Und jetzt sagen wir hier unten bei Push Konstante, sagen wir, wir haben hier den Index, IDX ist gleich Fetch Byte. Nee. Fetch Byte. Und die heißt, das ist eine Integer, eigentlich ist eine Unsigned. Unsigned IDX ist Fetch Byte. Und dann holen wir aus der Konstantentable das entsprechende Byte. Die Konstantentable ist auch wieder sowas, was ein Vektor ist, ähnlich wie die Byte-Array, den holen wir am besten auch hier außerhalb. Das heißt, wir haben hier const Table ist current function file scheme const table. Habe ich es jetzt vertippt? Const table, ja. Und dann können wir hier sagen const table push. Na, machen wir mal eine Zwischenvariable, können wir nach einem Debugger single steppen. OBJ const. Oder nennen wir es value val. Und da sagen wir, val ist gleich const table file scheme vector Punkt element elements oder element elements an der Stelle index. An der Stelle vielleicht noch eine interessante Geschichte, die jetzt auch bei Java immer wieder relevant war. Wenn ich den Bytecode mal habe und wenn ich erlaube, dass jemand mir Bytecode gibt zum Ausführen, also wenn ich den selber generiere, so wie hier, dann kann ich ja mich darauf verlassen, dass der Bytecode halbwegs vernünftig ist. Aber wenn ich den von jemand Fremdem kriege, dann könnte mir der ja natürlich Bytecode geben, der gar nicht gültig ist. Also zum Beispiel könnte der mir Bytecode geben, wo ein Push-Constant-Befehl drin steht, der auf einen Index zugreift, der gar nicht in der Constant-Tabelle drin ist. Und dann hoffen, dass er ähnlich wie beim Buffer-Overflow da hinten rausgreift. Ja? Oder er macht einen Jump-Befehl rein, der aus dem Bereich rausspringt und da unten reinspringt. Das heißt, die Java-virtuelle Maschine zum Beispiel, wo das ja so ist, dass einer einem anderen Bytecode gibt, die muss das überprüfen. Das ist dieser sogenannte Verifier, der am Anfang drüber geht und schaut, ob die Bytecodes auch alle wirklich gültig sind oder ob da nicht irgendwelche Schweinereien drin sind. Wenn wir das jetzt hier für uns intern machen, brauchen wir das natürlich nicht tun. Aber wenn man eine Production-Qualität sowas bauen will, müsste man darauf auch achten.
So, jetzt haben wir also den Value, dann können wir dann pushen. Push Val und Break. Habe ich den Break eigentlich da oben drin? Nein, der gehört hierher. Break und da vielleicht auch da unten rein. Break. Ja, so. Und das wäre der Push-Constant 1. Und jetzt als Beispiel mache ich nochmal den Push-Constant 2. Der macht dasselbe, nur dass der Index jetzt vielleicht ein Fetch, nennen wir es mal Word. Und Word definieren wir jetzt mal als 2 Byte. Und dann gibt es noch einen fetten Long-Word vielleicht. Und der Word würde dann die nächsten 2 Bytes holen. Das heißt, wir definieren Fetch Word als Fetch Byte plus Fetch Byte. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, ob wir in welcher Reihenfolge wir das High Byte und das Low Byte schicken. Es hat sich rauskristallisiert, dass die meisten Architekturen LSB First auch als Maschinenarchitektur, also Least Significant Byte First, das Niederwertige zuerst und dann das Höherwertige. Es gibt auch Maschinen, die das andersrum machen, die VEX und die Motorola-Maschinen machen alle andersrum. Das hat den Vorteil, dass man es im Hexdump dann lesen kann. Wenn sie MSB First sind. Kleiner Indianer, großer Indianer, ja. Nee, Indien natürlich nicht Indien. Also wir sagen, wir machen LSB, also Fetch Byte plus Fetch Byte und das zweite Byte schieben wir um 8 nach links. 8. So rum. Das wäre jetzt unser Fetch Word und da können wir gleich definieren Fetch Long Word, falls wir es mal brauchen. Fetch Long. Das würde man dann als Fetch Word und nochmal Fetch Word und dann schieben wir das zweite um 16 rüber. So, ist das richtig? Fetch Word. Ja, so müsste es einklappen. Okay, dann haben wir Fetch Word und da unten die Push Constant wäre das dann da. Das Ding. Jetzt das gleiche bei Local oder ähnlich bei Local. Bei Local holen wir zuerst den Local Index und jetzt müssen wir schauen, wo wäre denn unsere Local hier in unserem Stackframe jetzt zu finden. Wir haben unser Stackframe so, dass wir den Base Pointer immer hier drauf zeigen haben. Habe ich den da eingezeichnet? Drüben habe ich den Base Pointer, da sieht man es. Da ist der Base Pointer, der zeigt auf das oberste Element. Das heißt, wir müssen, ja, wir haben aber umgekehrt. Also hier geht es plus, wir haben ja nach oben gepusht. Unser Stack wächst nach oben, der hier wächst, sieht aus, als wächst er nach unten. Also hier plus 1, plus 2 und eventuell plus n. Und hier wäre unser Current SP dann immer. Das heißt, wir sagen einfach Index plus 1 relativ zum Base Pointer. Das heißt, wir sagen, Ball ist Stack an der Stelle Basepointer plus 1 und das Ganze nochmal plus den Index, wenn wir bei 0 anfangen. Und dann pushen wir den Value, das wäre es schon. Push local. Als Beispiel für eine andere Build-In-Funktion machen wir noch den Cons und den Car. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr haben wir denn? Moment. 10 Minuten noch, okay. Machen wir noch den Cons. Der braucht zwei Argumente, ähnlich wie der da oben. Da klaue ich mir den Code mal wieder her. Kurz. Und das braucht er nicht, das braucht er nicht. Der poppt zwei Values runter vom Stack und sagt dann, das Resultat ist ein New Cons von Ob 1 und Ob 2. Und pusht das Resultat und dann haben wir noch ein Car. Car und der hat bloß ein Argument. Und der müsste jetzt hier prüfen, also ob if not is cons, haben wir glaube ich als Makro, von ob, dann käme ein Scheme Error. Non-Cons-Argument Beispiel und das Resultat wäre dann, was er pusht, wäre dann der Car von dem Ob. Ah, Ob, klingt ein bisschen, naja, ist egal. Okay, und jetzt sieht man, dass er hier poppt und pusht. Da könnte man eigentlich auch vielleicht noch was anderes definieren, man könnte nämlich noch einen Top definieren.
Top ist ja dann Stack an der Stelle SP minus 1, ohne dass man es runterholt. Und dann sparen wir uns das Erhöhen, Erniedrigen, obwohl ich vermute mal, der Compiler würde das wahrscheinlich eh weg optimieren. Also wir könnten hier auch sagen Top und könnten dann wieder sagen, Top ist gleich Result. Kleine Optimierung. Ein Plus, Plus und Minus, Minus gespart. Aber wie gesagt, ich vermute, dass der Compiler das eh wegoptimiert hätte. Insofern glaube ich nicht. Es macht es vielleicht jetzt nicht unbedingt lesbarer und deswegen lassen wir das weg. Machen wir wieder einen Push draus. Und so. So, der Call, den bringe ich jetzt noch, der Call und der Return und dann gehen wir nach Hause. Case Call, also wir haben ja gesagt, unser Compiler wird Code generieren, der die ganzen Argumente drauf gepusht hat und die Funktion als erstes. Und der Call kriegt ein zweites Byte mit dem N, hier, wie viele Argumente drauf gepusht waren. Das braucht er natürlich, damit er nachher auf dem Stack hochgucken kann, wo die Funktion holt, wo die Funktion steht. Das heißt, der braucht erstmal OBJ Called Function. Und die holt er sich erstmal vom Stack raus. Also Called Function ist gleich. Und was ist das? Das ist Stack an der Stelle SP. Und SP minus 1 wäre ja, schreiben wir es uns mal auf. Also jetzt sieht es so aus für uns. Hier ist das F, hier ist das A1 bis zum AN. Und ich habe das N habe ich. Und mein Stackpointer ist hier drauf. Das heißt, wenn ich hier um N runtergehe, bin ich eigentlich hier. Und wenn ich um n plus 1 runtergehe, bin ich da, also sp minus n plus 1. Also sp minus n plus 1. Und das n müssen wir erstmal holen, das n ist ja das nächste Byte, also integer n args ist gleich fetch byte. Und dann nenne ich das da oben auch, da innen drin auch n args. Machen. Und dann habe ich die Called Function an der Hand und was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich ein neues Frame machen. Jetzt sehen wir schon, dass wir einen Denkfehler hatten, beziehungsweise es fehlt nämlich was, aber ja, wir werden sehen, ob es nachher klappt. Ich muss es nochmal durchüberlegen, weil ich habe die zwei Dinger nämlich vergessen. Also wir müssen jetzt erstmal den State, wir haben ja schon die Dinger alle drauf, wir müssen jetzt unseren aktuellen State nämlich merken auf dem Stack, wo stehen wir, also die aktuelle Bytecode-Function und den Key-Counter, die zwei Sachen brauchen wir eigentlich nachher wieder. Und Base-Pointer auch, ja, den aktuellen Base-Pointer brauchen wir auch wieder, damit wir nachher wieder wissen, wo wir sind. Also pushen wir das mal drauf, das heißt wir machen, oder lassen wir das den Callee machen. Nee, das lassen wir den Callee machen. Das heißt, wenn wir gecallt werden, safen wir erstmal den... Schwierige Entscheidung. Nee, wir lassen es lieber den gecallt, den aufgerufenen machen, den Save von dem Basepointer. Da soll der das sichern und soll es wieder restaurieren, wenn er wieder zurückkommt. Das ist, glaube ich, besser. Das heißt, eigentlich würde unser Frame dann so aussehen, dass wir hier ein saved BP hätten. Ja gut, ist egal. Okay, Call. Das heißt, wir pushen erstmal unseren BP noch, also push unseren aktuellen Basepointer. Push. Habe ich das auch richtig hier oben? Local BP, ja. Dann pushen wir unseren aktuellen P-Counter. Damit wir nachher, wenn wir an Return kommen, das wiederholen können und da wieder weitermachen können. Dann pushen wir unsere aktuelle Function, das heißt, das, was wir selber sind, das ist die Current Function. Und jetzt sieht unser Frame nämlich ein bisschen anders aus, das heißt, hier steht noch ein bisschen was drauf, zack, zack. Und hier ist der Saved Base Pointer, hier ist der Saved PC und hier ist die Saved Function. Und wir müssen nämlich jetzt überlegen, wo wir den Basepointer wieder hinsetzen, damit der nachher, der neue wird nämlich dann saved function. Ah,
Halt mal, das ist ja falsch, was ich hier hingeschrieben habe. Mein aktueller Basepointer zeigt ja hierher. Basepointer, das ist ja mein Frame. Das ist ja schon das neue Frame für die aufgerufene Funktion. Das heißt, ich muss jetzt den Basepointer da drauf setzen. Das heißt, der Basepointer von der New Basepointer, der wird, ich habe jetzt drei Values drauf gepusht, das heißt, es wird SP. SP ist hier, jetzt gerade. Die drei, die ich drauf gepusht habe, muss ich nehmen, also abziehen, minus 3. Was mache ich da? Fragezeichen. Ist gleich SP minus 3. Dann muss ich die N Argumente abziehen, minus N. Dann das eine für diese Funktion, F. Und das, 1. 1 für die Funktion. Und ich hoffe, das stimmt jetzt. Also minus 3, minus N, minus, ne, das eine brauche ich gar nicht mehr abziehen. Minus 1, 2, 3. Noch minus N bin ich hier. Und nochmal 1. Dann wird das der neue Basepointer. Okay, dann muss ich die Current Function umsetzen. Das heißt, die Current Function wird jetzt meine Called Function. Current Function ist Called Function. Und ich muss in der aufgerufenen Funktion den P-Counter auf 0 setzen, meine. Also muss da wieder bei 0 anfangen, P-Counter gleich 0. Ich habe ja meinen alten gerettet. Und jetzt muss ich eigentlich hier oben wieder anfangen, da wo ich gefetcht habe, weil diese zwei Dinger, die muss ich nochmal machen, weil ich habe mir ja hier den aktuellen Bytecode-Vektor und den aktuellen Const-Table einmal rausgefetcht am Anfang. Das muss ich jetzt hier kopieren, dummerweise. Das heißt, Moment mal, ich könnte das natürlich auch, ich könnte es auch umschreiben, dass ich die zwei Zeilen da oben wieder verwende, aber das brauche ich jetzt nicht eigentlich. Das heißt, ich mache das jetzt hier rein. Das wäre der Bytecode-Vektor, ist jetzt die neue Current-Function und die Const-Table und damit bin ich fertig, Break. Das war mein ganzer Code für den Call. Break. So, wenn ich jetzt also einen Call gemacht habe, läuft zwar mein Bytecode-Interpreter immer noch in der gleichen Schleife, aber er fängt jetzt an fetchen von den neuen Funktionen. Und irgendwann, der rechnet jetzt wieder irgendwas aus, macht da groß rum in der neuen Funktion mit Push und Pop und so weiter und irgendwann mal am Schluss hat er ein Resultat ausgerechnet auf dem Top of Stack und macht eine Return-Instruktion, die kommt jetzt, Case Return. Case Return. Und der muss jetzt eigentlich, der hat jetzt Folgendes an der Backe, der hat immer noch sein Current BP, das ist quasi das Stack, bis zu dem hin er aufräumen muss. Er hat da oben jede Menge anderes Zeug vielleicht angesammelt, aber hier irgendwo hat er auf dem Top-of-Stack den Return-Value, den er zurückgeben soll. Den holt er jetzt erstmal runter. Also obj-retval ist gleich pop. Und jetzt muss er aufräumen. Was muss er machen? Er muss den Stack-Pointer auf den Base-Pointer setzen. Also sp ist gleich bp. Dann sind wir wieder hier. Und dann kann er diesen Top-Value da drauf pushen, dass der nachher hier steht, Top of Stack, das heißt, er sagt jetzt einfach wieder ein Push, Push den Redwall. Und jetzt muss er eigentlich, jetzt ist er schon fast fertig, stackmäßig ist er jetzt fertig, da hat er nämlich jetzt genau, ist er jetzt genau in der Situation, wo vorher der Caller, bevor er die Funktion gepusht hat, war. Das Stack sieht jetzt wieder sauber aus. Jetzt muss er bloß die alten Funktionsdinge wieder reinladen. Und wo findet er die? Die findet er hier oben, das heißt, die, ach nee, wir haben ja hier alles Mögliche gesaved, das kann er ja vorher auch noch rausholen. Aber das haben wir ja gesagt, die saved Function, die Function brauche ich gar nicht saven, weil die kann er hier wiederholen. Bloß einen P-Counter und einen Base-Pointer muss er wieder laden. Ja, also das habe ich noch vergessen, das muss er vorher holen. Das heißt, er muss holen den... Ja, wie kommt er denn da hin? Da kommt er gar nicht hin. Scheiße, aber sorry. Er hat nämlich nicht mehr das N an der Hand zu dem Zeitpunkt. Das
weiß er nicht mehr, das haben wir uns nicht gemerkt, das müssen wir uns also irgendwo merken, wie viele Argumente wir sind. Oder wir merken uns diese Dinge woanders. Das heißt, wir könnten zum Beispiel, naja, das ist aber auch schlecht, weil das hat ja der Caller schon gepusht. Also müssen wir uns noch das N irgendwo merken, damit wir da wieder hochkommen. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Wir machen jetzt mal Schluss für diese Woche. Und ich überlege was bis nächste Woche, wie wir es geschickter machen. Also wir könnten, es gibt mehrere Möglichkeiten, mir fällt jetzt bloß auf die Schnellen ein, was die beste ist. Wir könnten hier einen Platz frei halten, das müsste der Caller dann schon machen, wo er das N reinschreibt. Dann kämen wir da wieder über das N ran an diese gesicherten Dinge. Oder er hält hier vorne gleich Platz für einen Basepointer und dann kämen wir da auch ran. Das Problem ist, wir haben hier nur das BP an der Hand. Und wir kommen über diese Argumente N nicht weg und können das da nicht wieder restaurieren, wenn wir das N nicht wissen. Das heißt, entweder speichern wir das überhalb der Argumente, damit das ein fixer Platz ist, oder wir merken uns das N und können dann wieder dahin navigieren. Ich denke mal, die meisten Systeme machen, also auch der letztjährige Interpreter, der hat es so gemacht, dass er hier oben schon vor dem Call im Prinzip was reserviert hat, dass er hier gesagt hat, der Call aus zwei Teilen besteht. Der eine sagt, reservier mal ein bisschen was, dann kommen die ganzen Argumente vom Call drauf und dann füllt der hinten da in diese Slots, die er auf dem Stack gelassen hat, die Werte rein. Man könnte natürlich auch zwei Nils drauf pushen und nachher da wieder was reinschreiben. Aber wenn das da oben stünde, oberhalb dieser Funktionsargumente, dann wäre es am gescheitesten. Da könnte man nämlich, hätte man einen fixen Punkt, wo wir wieder hinkommen. Aber Sie sehen die Problematik, wir müssen jetzt hier an der Stelle einfach den alten Basepointer, das ist ja der da oben, das ist unser aktueller gerade von unserem Frame, wir müssen den vom Caller wieder aufsetzen, dass der wieder dahin zeigt und wir müssen den P-Counter und die Function wieder restaurieren in dem Return und dann einfach wieder in der Loop bleiben. Dann würde der da oben wieder weitermachen, wo er vorher war, würde wieder fetchen, P-Counter an der Instruktion hinterm Call. Also bis zum nächsten Mal überlege ich mir was und dann bringe ich das dann ein. Oder Sie überlegen sich was, was vielleicht fällt Ihnen noch was viel besser sein. Tschüss dann. Ach so.